Frage ist hier raus. Sagen rechts rum, weil wenn White Hutch weiter steht. Jetzt haben wir natürlich auch wieder so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, auf unter kurzen Haube. Kürzanhaube. Ein anderes Handling, aber gut. Dann bin ich das den noch erfordert von fahren. Okay, wir sind verfahren von voltischen Motors. Ich habe was nochmal in dem Trailerpack drin gewesen ist, daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Besser hätte man jetzt hier nicht hochfahren können, rauffahren können. Und ab geht's nach Barstow, genau, das war's. Das wird aber diesmal, glaube ich, die Steepe-Strecke sein, oder? Täusche ich mich da? Ne, täusche ich mich nicht. Perfekt. Okay, das heißt perfekt. Wir fahren 18.000 Pfund, das ist nicht ganz so viel. Gut, wir haben auch 500 PS, ne? Vielleicht ist auch für uns ein Problem, mal gucken, werden wir sehen. Sie haben passt hervorragend. Nicht, dass er mich interessiert. Darf ich? Ist aber lieb. Lieb. Xfinity. Ah, schon ein bisschen Flair, so mit anderen. Ach toll. Mit den ganzen Mods ist halt doch schon ein anderes Feeling. Man muss halt auch die richtigen finden. Muss halt nur die richtige finden. Fällt mir auf, es ist 16:48 Uhr, das wäre schlau. Ach, wobei, eigentlich, wenn es oben ist, das Video Sonntagsfahrer von eigentlich gestern, war ich schon sehen. Oh, ich muss ja hier rüber. Hoppla. Aber das war doch, ich hätte doch eigentlich niemals darüber kommen können von der Position aus. Wenn ich mich recht entsinne, war doch eigentlich durchgehend eine durchgezogene Linie oder so.
Ich hätte gar keine andere Möglichkeit, als die zu überfahren. Um auf die Seite zu kommen oder halt, keine Ahnung. Umweg von, keine Ahnung, wie vielen Meilen zu nehmen. Super hier. Hier könnte ich öfters hin. Ach. Pass auf. Wir stellen jetzt das Navi um, nicht vom aufs Beste, sondern wir stellen es um auf Kürzeste. Gucken, wenn wir das nächste Mal hier an dieser Position sind, ob wir dann hier links abbiegen müssen, sofern wir durchfahren oder nicht. Diese unnötige Detour genommen. Das ist auch echt mehr als unnötig. Dass er hier gar nicht so. Wie viel langsamer muss es noch werden? Ich hoffe, ich denke beim nächsten Mal dran, nicht dem Profi zu folgen. Wieder hier an dieser Stelle sind. Finden die Wohner. Finden die Bewohner gerade auch nicht so schön, wenn man einen Truck durchfährt. Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile die D-Tour. Die Highway-Strecke. Man soll die Trucks auch schon noch drüber fahren. Ist ja. Im Ermessen der Trucker. Naja. Und wieder einfach schnurgeradeaus. Ich jetzt gleich hier rechts hoch, runter hier an, ne? Warst du wohl mit? Ja, perfekt. Oh, na meint. Eine ganz andere Abfahrt. Ich weiß gar nicht, ob man Schade können brauchen müssen. Sollte, egal. Wenn wir auch mit 55 oder sagen wir 57 haben, hätten wir ruhig rüber betteln können. Aber gut. Passiert. Perfekt ab zu den Street Grades. Wobei ich glaube wir gar nicht. Aber mal schauen, vielleicht können wir noch welche überholen. Ich meine, wir werden nicht allzu langsam werden. Ist hinter uns immer noch oder schon wieder ein Feuerwehrtruck? Ist ein LKW, ne? Ein LKW sah so aus.
Zeitpunkt. Machen wir einfach schon was, ich dann besser früher als zu spät. Hatten wir wirklich schon einen eigenen Truck? Wir hatten noch keinen eigenen Truck. Irgendwo hatten wir keinen eigenen Truck. Ich weiß nicht mehr wo. Das sind Staffel 2 oder Staffel 3? Keine Ahnung, zu lange her. Das ist einfach zu lange her mittlerweile. Ob ich so verfahre, dass wenn wir außerhalb der erwarteten Zeit sind, wir einfach dann halt so lange warten, bis wir so gesehen, bis man uns erwartet, einfach um einen anderen Quatsch reinzubringen, oder ich belasse das erstmal dabei und mache das dann bei den folgenden Staffeln, sprich bei Staffel 4 und Staffel 5. Wenn das dann mal soweit ist. Aber das werden wir dann sehen. Barstow. Oh, wow, really? Yep. Das wird nochmal spannend. We'll be right back.
Instagram eigentlich gekonnt. Hervorragend. Ich habe erst einen Schrei geschafft, dass ich da die Schule vorfahren muss. Was haben wir das gerade eben gewesen? Das ist beim Transformator. Maschinenteile von Oxford nach Basso geliefert, 188 Meilen, 4 Stunden, 15 Minuten, 39,5 Gallen. $577 und 393 Erfahrungspunkte. Hervorragend. Ab auf Fernfahren. E-Mail, bla bla bla, Fahrbesuch, dann bekommen wir das Ganze nochmal mit dem ganzen anderen Bums.